Der Concorso d'Eleganza Villa d'Este ist sicher einer der traditionsreichen und auch ältesten Schönheitswettbewerbe für Automobile. Er ist immerhin 90 Jahre alt geworden. Das kombiniert mit dieser Location am Comer See und diesem wirklich außergewöhnlichen Hotel, das macht ihn schon mal als erstes schon mal sehr besonders. Zum Zweiten haben wir ja nicht nur Automobile hier, sondern eben auch Motorräder. Und das kommt einfach hinzu, dass wir hier alles, was sich fortbewegt, auf zwei oder vier Rädern hier bei uns haben. Und diese Fahrzeuge treten gegeneinander an. Wir haben natürlich eine wahnsinnig gute Qualität an Fahrzeugen dieses Jahr, die jedes Jahr besser wird, muss ich sagen. Weil es spricht sich immer mehr rum, dass man hier gewesen sein muss. Das ist the place to be, wenn ich auf einen Concorso gehe. Und wir merken es, dass das Publikum immer internationaler wird. Und damit auch ganz tolle Fahrzeuge hier sind. Also wenn wir über Sound reden, dann muss man natürlich an die zeitgenössischen Concept Cars denken. An denen kommt man nicht vorbei. Es ist ein Ferrari Concept Car mit einer verschiebbaren Kuppel. Den muss man gehört haben. Ja. Dann natürlich die klassischen Ferrari Zwölfzylinder. Man muss sich vorstellen, ein 2 Liter Zwölfzylinder Motor aus den 60er Jahren in einer kleinen Barchetta. Das sind Töne, die hört man heutzutage nicht mehr. Aber so könnte ich Ihnen jetzt noch jedes weitere Auto beschreiben. Also es ist schon auch ein Fest für die Ohren und deswegen haben wir eben auch dieses Motto genommen, Symphony of the Engines. Und es gibt auch einen speziellen Preis, der eben den schönsten Sound eines Fahrzeugs dann auch belohnt. Und die Eigner waren aufgefordert, wenn die Jury vorbeikommt, auch mal den Motor zu starten und dass die Jury sich ein Bild von machen kann. Die Concorso d'Eleganza Villa d'Este ist one of the oldest vintage car event in the world. But I have to say, way back 90 years ago, in 1929, it was not a vintage car event because there were no vintage cars. We were talking about new, modern car concepts. This is, by the way, the reason why we still have the combination between old and new cars here. So we have this competition for vintage cars that are now vintage cars, but also for the modern concept cars we have here on the ground. Yeah, for sure, we are very proud of being able to cooperate with the Grand Hotel Villa d'Este. It's a unique event, together with the location and the hotel and the beautiful Lake Como. The scenery is just that unique. You won't find it anywhere else. This motto reflects one sense of human beings to hear something. And if you see an old or an historic car, and the engine is not running, it makes a big difference when you start the engine, and you can see it here. If there's one car starting the engines, immediately there's a crowd around the car and wants to see and listen, what's it? So it's really the picture is not complete if you don't hear the car. And since we have here engines that nobody would build these days again, like a 2-liter 12-cylinder engine from a little Ferrari Barchetta, or a V8 naturally aspirated in a Ferrari concept car, nobody would build these cars again, and so you won't hear the sound again. Yeah? And this is what you can do here, and this is why we contributed this prize for this aspect of an historic car. And we see that the people really appreciate this. They all started the engines when the jury passed by and let them show to complete the picture what car is standing in front of them.